Herzlich willkommen im Tagesheim-Schule in der Bad Zeilestraße. Mein Name ist Frank Künzer. Ich möchte euch stellvertretend für alle Tagesheime in München unser Tagesheim vorstellen. Was ist ein Tagesheim? Ein Tagesheim ist eine städtische Einrichtung, die altersspezialisiert, das heißt in Klassenstufen sind die Kinder bei uns in Gruppen untergebracht. Wir haben eine enge Beziehung mit der Schule, die mit dem staatlichen Schulamt und der Landeshauptstadt München in einem Kooperationsvertrag vereinbart wurde. Was heißt das? Das heißt, die Pädagogen der Schule und des Tagesheims arbeiten ganz eng miteinander zusammen. Sie tauschen sich fachlich aus, hospitieren untereinander. Am Vormittag wir im Unterricht, am Nachmittag sind die Lehrer bei uns, bei der Begleitung der Hausaufgabe, aber auch bei vielen anderen Aktionen dabei. Im Gegenzug begleiten wir die Lehrer, das Schulpersonal bei Schullandheimen, bei Ausflügen und anderen Aktivitäten. Feste, Feiern, Veranstaltungen werden gemeinsam von uns durchgeführt, sowie ganz viele andere Angebote der Freizeit. Neben den Tagesheimen gibt es noch eine besondere Art von Tagesheimen, der IPS. IPS bedeutet eine innovative Projektschule. Da sind die Kinder den ganzen Tag mit der Lehrerin und dem Erzieher zusammen. Anschließend gehen sie ins Tagesheim zurück. Was bedeutet IPS? IPS ist die Auflösung der strengen Einteilung von Unterricht und Freizeit. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick über die Arbeit im Tagesheim geben. Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns über Ihre Bewerbung freuen.